kann der Mensch sich wirklich nur ändern, wenn er am Abgrund steht. Mal Hand aufs Herz. Was haben Sie nicht alles schon versucht, um Ihre Lebensqualität zu verbessern? In meiner Arbeit studiere ich jetzt seit über 20 Jahren das Erfolgsverhalten von Menschen. Viele haben unterschiedliche Seminare besucht, haben Ziele, arbeiten mit verschiedenen Techniken und Methodiken und kommen letztlich doch aus ihrer eigenen Schleife nicht heraus. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um private oder berufliche Veränderungen handelt. Gibt es also eine unsichtbare Kraft, die unser Leben bestimmt? Ist es dem Menschen tatsächlich nicht vergönnt, seine eigene Zukunft zu gestalten? Erstmalig zeige ich dieses Phänomen auf und löse gemeinsam mit Ihnen dieses Mysterium. Was wissen wir bis heute? Hirnforscher und Neurologen bestätigen, dass unser Gehirn unsere Eindrücke und Erlebnisse als Bilder abspeichert. Aus der Summe dieser entsteht unser Masterbild. Und genau aus diesem kommen wir nicht mehr heraus. Unsere Vergangenheit haben wir tatsächlich erlebt. Somit ist sie bewiesen. Hingegen ist unsere Zukunft rein hypothetisch. Was sollte also uns dazu bringen, an etwas zu glauben, wofür jeglicher Beweis fehlt? Genau dies ist die unsichtbare Kraft, aus der wir uns nicht lösen können. Die von Ihnen angewendete Strategie, um etwas Neues zu erreichen, spielt hierbei tatsächlich so gut wie überhaupt keine Rolle. Das Thomas-Mysterium ist jetzt über 2000 Jahre alt. Eines der spektakulärsten Bestandteile der Bibel und findet bis heute so gut wie keine Beachtung. Es zeigt, dass wir an etwas glauben können und dieser Eindruck nachhaltiger ist als alle vergangenen Erlebnisse. Es verändert tatsächlich unser Leben. Wir sollten uns demzufolge etwas intensiver mit diesem Thema beschäftigen, um dessen Geheimnis für uns nutzbar zu machen. Es ist der verloren gegangene Bestandteil, welcher uns fehlt, um unser Masterbild zu überwinden und etwas Neues zu schaffen.